Jo, dann wollen wir mal. Rote Tränke wollte ich die Fabrik gleich hinsetzen. Das hier wollte ich weiter ausbauen. Für den Ausbau werde ich allerdings eine Menge Stein brauchen. Für den Landfill. Wo bist du da? Bau Landfill. Großen oder kleinen? Ich glaube eher klein. Damit ich keine Ressourcen verschwende. Okay, ich werde so oder so Ressourcen verschwenden, weil ich das Ding nicht optimal setze, aber damit kann ich das ein bisschen besser steuern. Da unten. Der Höhe müssen wir weiter. Gut. Ja, geht nicht. Ah doch, geht auf. Aha. Oh, das war jetzt. Ich sag ja. Das Tool braucht eine Weile. Ein Platzhalter, ein da. Noch ein bisschen mehr. Jo, und Forschung ist durch. Sehr gut. Also wir können jetzt die besseren Maschinen, dafür brauchen wir diese Weak Capacitors, die wir schon erforscht haben. Und den Rest können wir herstellen. Okay. Möglichst früh Lab Efficiency lernen? Nee. Ich wollte eigentlich jetzt schon Richtung Module gehen. Richtung das da. Bräuchte nur 100 rote Science Packs und wir hätten dann, ne, weniger Pollution, also mehr Zeit, bis die ersten Angriffe kommen. Die momentan ja schon Ressourcen verbrauchen würden. Da wir noch keine Lasertürme haben, also sollten wir es vermeiden. Das heißt, wir bräuchten das da, dafür brauchen wir das da, dafür brauchen wir Advanced Electronics. 40-40. Research. Kümmere ich mich gleich drum, weil ich denke, es werden nicht genug Tränke da sein und ich will die blaue Fabrik. Was? Eisen fehlt, okay. Also muss ich gleich erstmal eine Runde machen, bevor ich irgendwas anderes mache. So, das sollte jetzt erstmal reichen. Also, eine Runde machen, was Ressourcen angeht. Dann die Offshore-Pumps setzen, wofür ich auch kein Eisen haben werde momentan. Offshore-Pumps, Offshore-Pumps. Da bauen wir drei davon, bauen ein paar davon, bauen ein paar davon. Damit du was zu tun hast, dann hilf bitte bei der Produktion von grünen und roten Tränken. Anscheinend mehr roter als sonst irgendwas. Und hinten dran die Fabrik. Wobei, mach erst die Fabrik, dann kannst du mit der Fabrik schneller die Tränke herstellen. Eins, zwei. Ein für grün, ein für rot. Dann die Science Packs. So. Ressourcen einsammeln, genau. Hier habe ich das schon gemacht. Da oben gibt es gar keine mehr. Ich brauche mehr. Ich brauche von allem mehr. Her damit, rein da. Oh, das wird schon zu viel sein, hm? Na, gucken wir mal. Also zweite Farm ist eventuell auch noch angebracht. Mauern, Mauern, Mauern. Mauern, warum machst du nichts? Weil hier kein Stein mehr ist, okay. Das ist eine legitime Ausrede. Stein. Stein. Wow. Nimmt langsam ein wenig überhand. Und mehr Landfill. So, ihr beiden kommt jetzt mal dahin und dahin. Dadurch seid ihr jetzt einen Ticken schneller. Aber auch nicht so wirklich viel. Ressourcen hierfür sind vorhanden, Ressourcen hierfür nicht, weil wir halt nie genug Ärmchen haben. Weil wir nie genug Chips haben. Obwohl, das geht langsam. Okay, bauen wir noch einen für die Chips. Und dann wahrscheinlich auch für den Draht wieder. Das ist ja doch irgendwie verbunden, ne? So, also die kommen. Woran hapert es jetzt an Eisenplatten? Ich ernsthaft, hier, Eisenplatten. Gott. Warum stellt der Ärmchen her? Oh, muss mich verklickt haben. Na gut, schadet auch nicht, die Ärmchen zu haben. Und du arbeitest da. Der Rest schnappt sich das so. Ja, ich habe irgendwie das Gefühl, dass auch die Geschwindigkeit von den Fabriken runtergesetzt wurde. War die zweite Assembling Machine immer schon 0,75 und nicht 1? Könnte aber auch meine Ungeduld sein. Na gut, lassen wir so, wie es ist. Holen uns noch mehr Ressourcen. Kupfer zum Beispiel. Die Dinger hier können jetzt abgerissen werden. Die da arbeiten gar nicht, weil
Die voll sind wahrscheinlich. Jo. Kohle brauche ich gerade nicht. Nee. Okay. Bau nochmal einen Turm. Ganz viele Mauern. Das heißt, Plan ist jetzt. Ich gehe hier hin, ersetze die Chipfabrik durch eine blaue Fabrik. Die Kupferdrahtfabrik dann wahrscheinlich auch. Und dann geht es wieder rüber hierhin, mauerdicht machen, so gut es halt geht. Und dann nach oben durchziehen, aber das werde ich nicht diese Session schaffen. Aber wir haben schon einen recht guten Würfel hier abgedeckt. Okay, es wird kein Würfel werden, aber ein schönes Viereck. So, du dahin bist schneller, du dahin bist schneller. Ah, bist sogar 50% schneller, aber man merkt es nicht. Ja. Aha, und die Stromanlage. Die wollte ich auch noch bauen. Mit denen da. Also immer ein frei dazwischen. Ein frei. Ein frei. Ein frei. So. Das heißt, du bist ein Platzhalter. Hier kommen die richtigen Maschinen hin. Tong, tong. Wo sind die Ärmchen? So, ich habe die Ärmchen gebaut und die wurden jetzt für irgendwas anderes wieder verbaut. Bau, Ärmchen. Kisten habe ich noch, okay. Ärmchen. Ärmchen, Ärmchen, Ärmchen. Hässliche Stromverbindung. So. Tertiary. Da. Flop, flop. So, du bekommst Kohle, du bekommst Kohle. Die Kisten habe ich gar nicht gefüllt, fällt mir gerade auf, ne? Ja, das ist richtig. Hässliche Stromverbindung. Ich habe die Kisten gar nicht mit Kohle befüllt. Das heißt, das sollte ich mal nachholen. Hau mal 600 hier rein. Achso, in beide, ne? Okay, dann mach 400 raus. So, 400 in das, in die jeweils, 400 in die jeweils, 400 in die jeweils. So. 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 Jetzt sollte das eigentlich erstmal eine Weile laufen. Eigentlich. Schönes Wort. So, also Strom haben wir. Mauern sind durchgebaut. Die Dinger sind aufgestellt. Die arbeiten allerdings nicht so viel, wie sie eigentlich sollten. Hier waren genug Ressourcen drin. Das können wir noch einmal nachkippen. Wobei wir inzwischen mehr Draht haben als Eisenplatten. Aber gut, ich wollte nicht noch mehr Drills aufstehen wegen Smog und so. Jedenfalls nicht, bevor die Mauer steht. Und eigentlich Lasertürme. Aber Lasertürme sind so doof wegen den Batterien. Wegen ganzen Flüssigkeiten. Weil ich weiß, wenn ich jetzt ein System an Flüssigkeiten aufbaue, einfach nur um möglichst schnell ein System zu haben und Öl verarbeiten zu können, dann wird es wieder total komisch aussehen und ich werde 20 Folgen später fluchen, weil ich ein besseres System bauen will und das alte System dann dumm rumsteht und, ne? Wie es halt immer so endet. Deswegen würde ich eigentlich jetzt gerne von vornherein das versuchen, zumindest so zu planen, dass... Du stehst hier falsch, See. Zumindest versuchen so zu planen, dass es länger hält. Ah. Bäume. Was habe ich letztes Mal gesagt? Ich sollte, bevor ich losgehe, Stahl gießen, damit ich mir eine Stahlpicke machen kann. Weißt du was? Das mache ich einfach hier in der Pampa. Gib mich. Wir nehmen jetzt ein paar umliegende Steine. Tischlern uns daraus jetzt ein. Das da. Schmelzen hier Eisen ein. Vor Ort. Und schmieden dann mit unseren bloßen Händen eine Pickaxe. Klingt gut, ja? Okay. Währenddessen haue ich ein bisschen Bäume weg. Wie viel brauche ich eigentlich dafür für so eine Stahlpicke? 5. Okay, das dauert eine Weile. Komme ich hier durch? Oh, das ging schnell. Ich hätte gerne Module. Und dann muss ich danach nochmal Ditec-Module erforschen. Ja, mach mal. So, komme ich durch. Gut. Hier könnte auch schon der erste Turm hin, ne? Ja. Du. Oh,
Ich habe vergessen, Muni zu bauen. Du, na, keine 5. Rüstung bauen hier. Munition. So. Wie viel hast du? 2. Ugh. Lass mich hier durch. Smog sieht übrigens noch einigermaßen okay aus. Also ich weiß nicht, woran das lag. Ich hätte schwören können, vor so ein, zwei Folgen war das schon ziemlich nah. Also ein, zwei Chunks an den feindlichen Basen. Also ja, wir haben die Kohle-Mining-Drills abgebaut, aber die haben nur ein Pollution mehr generiert als die Electronic-Mining-Drills. Habe ich sonst noch was gemacht? Die Rubber-Tree-Farm hat inzwischen durchgehend volle Bäume. Aber ich habe dafür auch sehr viele andere Bäume abgehackt. Sollte sich eigentlich nicht aufgehen, die Rechnung. 20 Rubber Trees plus, 300 normale Bäume minus. So, gib mir das da. Aha. Abbrechen. Prioritäten und so. Genau. Stahlpicker. Achso, nee. Das war das Falsche. Und mit der Stahlpicke geht Abbauen definitiv schneller, wie man gerade sehen konnte an dem Turm. Der war ratzfatz weg. Ich habe keine Mauern mehr. Nimm. Oh. Ja, gut. Dann mache ich hier noch ein bisschen Vorbereitung für das nächste Mal. Damit ich da nicht so viel fluche, dass ich so viele Bäume abzuhacken habe. Dann geht es, glaube ich, schon wieder zurück zur Basis. Ressourcen verteilen von den Kisten. Und eventuell noch einen Drill aufstellen für Eisen. Weil so wie der Smog momentan aussieht, können wir uns ein, zwei Drills leisten, bevor der Smog zu nah rankommt an die Gegner. So. Also da geht's glatt durch bis hier und dann sind wir auch schon fast dran. Sehr gut. Das war ein Silberfeld, ne? Das wäre richtig schön, wenn das ein Kristallfeld wäre, aber es war, glaube ich, Silber. Blei. Oh. Kristall. Hammer. Okay, das wurde ja definitiv gedreht dran. Also, dass mehr Kristalle auf der Welt spawnen und auch in größeren Clustern. Das heißt, wir könnten da vielleicht doch, ne, schneller in Richtung Topaztürme waren das, glaube ich, die Orangen, in die Richtung gehen. Was jetzt nur ein bisschen doof ist, dass ein Teil davon direkt unter der Mauer ist. Aber wir haben ja die großen Mining Drills später, die einen Radius haben von 20x20 oder so. Da ist das denn kein Ding. Schön, schön. Gut, also zurück zur Basis. Währenddessen baue ich mal ein paar rote Tränke. Weil wir da ja so ein bisschen hinterher hinken. Die kommen dann gleich reingestopft. Dann hätte ich eigentlich ganz gerne auch schon ein Zentrallager, wo ich meinen Müll reinschmeiß. Erstmal nur mit Eisen- oder Stahlkisten, später dann mit den Logistikkisten. Wo? Sollte mittig sein, also eher weiter hier. Da haben wir noch kein Muster. Naja, okay, es kann warten. Erstmal Prioritäten. Wir brauchen Eisen. So, du kriegst Kohle. So, gleich keine Kohle mehr, aber das ist in Ordnung. Wer arbeitet hier nicht? Du arbeitest nicht, weil du kein Eisen hast. Bitteschön. Die nehme ich mit. Du hast genug. Her damit. Du. Pf, ja, hier. 124 grüne Chips. Sehr schön. Kupferplatten. Die kommen mit. Du bekommst fast alle davon. Und die Eisenzahnräder. Und die Eisenplatten. Mach was draus. Das kommt. 2. Ernsthaft? Hier, 2 Ärmchen. Bitte schön, mach was draus. So, brutzel. Du brutzelst nicht.